Ja, Sofian Benjamina, das erste Derby für dich im Preußen-Trikot gegen Osnabrück. Ja, wie war's? Ja, also war auf jeden Fall ein Riesenerlebnis, ja, hier im Derby zu spielen mit den Fans, die super Stimmung gemacht haben. Und ja, hab ein Tor gemacht, hätte mich aber gefreut, wenn das Tor zum Sieg gereicht hätte. Ja. Hatten, glaube ich, schon zu Beginn so ein paar Probleme. Hatte Osnabrück, glaube ich, schon nach einer Minute Riesenchance, da 1-0 zu machen. Und dann kam er so ein bisschen rein. Ja, dann in Führung gegangen und dann, ja, zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir, glaube ich, ein bisschen verpennt. Da hat Osnabrück ganz gute Chancen gehabt, glaube ich. War ein bisschen am Schwimmen, glaube ich, auch. Und ja, nach der roten Karte dann war es, glaube ich, nur noch wichtig, da das 1-1 zu retten und vielleicht nochmal durch einen Konter einen Nadelstich zu setzen, aber ist uns dann nicht mehr gelungen. Du hast das Tor gemacht, dass du eine gute Schusstechnik hast. Ich glaube, das weiß jeder. Du hast nicht gejubelt. Ja, erklär mal. Wie gesagt, ich habe auch keinen Ansatz zum Jubeln gemacht, weil für mich von vornherein klar war, dass wenn das passieren sollte, dass ich nicht jubeln werde. Aus dem Grunde, weil es für mich eine reine Respektsache ist gegenüber dem Verein und den Beteiligten und allen anderen. Und ich denke, das kann jeder verstehen, weil es wirklich auch nicht ein, zwei Jahre hier waren, fünf, vier lange Jahre. Und ich habe wirklich viel mitgemacht mit den Vereinen, Höhen und Tiefen. Von daher ist das für mich einfach eine Respektsache und das macht man nicht dann. Ja, ja, aber natürlich ein fantastisches Spiel, tolles Publikum, ich weiß gar nicht, was ausverkauft oder fast ausverkauft, auf jeden Fall war die Bude voll. Viele Osnabrücker dabei, ist natürlich auch fantastisch für uns, großer Anreiz, dass 3000 Osnabrücker da sind. Ja, wir hätten uns natürlich gerne noch ein bisschen mehr vorgestellt als den Punkt, aber müssen wir einwilligen. Kann so eine klasse Offensivabteilung nicht über 90 Minuten ausschalten. Wir waren dennoch nah dran. Das Publikum war heute auch fantastisch, hat ein tolles Spiel gesehen und ja, am Ende ein Punkt für beide und ja, immer weniger Spiele. Ja, in der ersten Halbzeit haben wir ein paar riesen Chancen und auch am Ende da hatten die ein paar dicke Chancen gehabt. Und ja, wenn Sophie das Ding vielleicht an der ersten Kontakt reinbringt oder ein bisschen fester an der zweiten, dann gehen wir in der Halbzeit 2-0. Leider ist das nicht gelungen, aber solche Chancen kann man immer kriegen, wenn wir ja, schnell nach vorne spielen und wenn wir zwei da vorne haben, dann ja, werden wir mehr davon von dieser Chance haben. Ich hatte den Match schon gefragt, ihr habt zum ersten Mal oder zum zweiten Mal, glaube ich, zu zweit vorne gespielt. Wie ist das für dich? Passt dir das besser? Magst du das mehr, dass man sich so vorne mehr ergänzen kann? Ja, also ich habe die letzten Jahre oft als Spitze alleine gespielt, aber wenn du mit Mess vorne spielen kannst, ein super Spieler und natürlich ist es dann, kommt es mir auch entgegen, weil die Abwehr sich dann nicht nur auf mich konzentrieren kann, sondern auf uns beide und er hat die Laufwege drauf, ja, immer in die Schnittstelle zu gehen und wir ergänzen uns da ganz gut und deswegen hat es ganz gut geklappt. Aufreger, rote Karte. Wie hast du es gesehen? Es gab dann außerhalb des Platzes noch ein Wortgefecht mit dir und ich glaube Baba. Ja, erklär mal, wie hast du es gesehen? Ja, es ist einfach solche Situationen, wo man frontal in den Mann reingeht mit einer offenen Sohle, die will ich nicht sehen, auch von meiner Mannschaft nicht. Damit nimmt man einfach eine Verletzung absolut in Kauf und es ist klar, dass er dann auch verletzt ausgewechselt werden musste. Zu Recht natürlich dann auch eine rote Karte. Ja, ich hoffe nicht, dass er das Sprunggelenk gebrochen hat und dass er jetzt erstmal monatelang ausfällt. Da müssen wir jetzt mal abwarten. Er ist gerade auf dem Weg zum Krankenhaus und ich hoffe, dass es nicht so wild ist, wie es jetzt erstmal aussah.